Die Energiezukunft in Österreich ist auf jeden Fall erneuerbar. Wir haben sehr ambitionierte Ziele. Wir wollen bis zum Jahr 2030 100% Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Das ist extrem ambitioniert. Wir haben da sehr viel vor, auf der einen Seite Energieeffizienz zu erhöhen, auf der anderen Seite aber vor allem auch unsere Energieproduktion und Stromproduktion zu dezentralisieren. Und wir wollen unseren Primärenergiebedarf auf 45-50% aus erneuerbaren produzieren. Österreich hat im Bereich der Energiewende schon sehr viel erreicht und ist in vielen Feldern Vorreiter in Europa. Das ist auch das Ergebnis des Energiewende-Index, den wir als McKinsey seit einigen Jahren zusammen mit dem World Economic Forum erstellen. Das Entscheidende ist nur, sich auf dieser guten Ausgangslage nicht auszuruhen, sondern weiterzugehen. Denn nach der Stromwende, die in Österreich schon sehr erfolgreich angestoßen wurde, kommen eigentlich zwei weitere Themen, die wir sehen. Das eine ist die Verkehrswende und Stichwort E-Mobilität ist auch hier schon vieles angestoßen worden und natürlich auch die Wärmewende. Das heißt, es wird ein kontinuierlicher Prozess sein, den es gilt weiter voranzutreiben. Aber für Österreich bin ich persönlich da sehr optimistisch. Der Megatrend ist sicherlich die Dekarbonisierung des Energiesystems. Wir müssen unsere Energiewirtschaft weitgehend CO2-frei machen. Wir als Wien Energie haben dazu eine Studie erstellt, wie das geht, wie man Wien massiv CO2 dekarbonisieren kann. Und das Schöne an dieser Studie war eigentlich die Antwort darauf, ja, es geht, wenn man will. Die wichtigsten Themen, um die Energiewende zu bewältigen, ist einerseits der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da brauchen wir wirklich eine Offensive, sowohl bei Photovoltaik als auch bei Wind, bei Biomasse, aber auch natürlich die Energieeffizienz. Wir müssen mit energieeffizienten Maßnahmen, wie zum Beispiel energieeffiziente Gebäude, Best-Practice-Sanierungen, insgesamt mit dem Energieverbrauch um 50% sinken, dass wir die Ziele von Paris, nämlich das deutlich unter 2-Grad-Ziel, die Erderwärmung bleibt, zu erreichen. Ja, für die Energiewende ist ganz stark das Thema Elektromobilität ein zentraler Faktor. Vor allem deshalb, weil E-Autos Strom speichern und durch viel mehr E-Autos werden auch die Stromspeicher günstiger. Und damit schafft man erst die Energiewende. Denn wenn Photovoltaikanlage mit einer Batterie kombiniert wird, dann kann man Strom auch wieder ins Netz zurückspielen und damit Dinge speichern. Die Megatrends sind einerseits die Versorgungssicherheit, auf der zweiten Seite die Energieeffizienz und der dritte Bereich ist sicher die Dekarbonisierung des Energiesystems insgesamt. Ein Megatrend wird sein, wie finden wir eigentlich einen wirtschaftlich optimalen Weg, um Speicherung, Energieproduktion, Verbrauch so zu gestalten, dass es zu einem versorgungssicheren, nachhaltigen Leben letztendlich überall auf der Erde kommen kann.